Moin, mein Name ist Alvo, ich bin mal wieder im benachbarten Wald unterwegs und heute geht es um Ausrüstung, spontan draußen schlafen Rucksack. Ein kleines Video über einen Rucksack, den ihr zum Beispiel in die Ecke stellen könnt, der günstig ist, mit dem ihr das Gelüst nach spontan draußen schlafen befriedigen könnt. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Bevor dieses Video beginnt, muss ich mit euch aber über eine ganz ernste Sache sprechen. Einigen von euch ist es in den letzten Videos aufgefallen und sie haben es auch sofort aufklärerisch unten in die Kommentare geschrieben. Und ja, ich kann es nicht mehr leugnen, ich filme vor einer Fototapete. Denn in Wirklichkeit hasse ich es, raus in die Natur zu gehen. Und für den Hund ist es ja auch nicht so gut, wenn er mal die Wohnung über längeren Zeitraum verlässt. Ja, das schadet ja nur den Knochen. Und deshalb habe ich irgendwann hier eine Fototapete aufgehängt in meiner Wohnung, um vernünftig filmen zu können. Ja, ihr seht das hinter mir. Ganz eindeutig ist das eine Fototapete und ich möchte mich in aller Form entschuldigen, dass ich die ganze Zeit gelogen habe. Deshalb werde ich diese Fototapete jetzt abreißen. Du hast es auch draußen zu sein, ne? Zum Glück bleiben wir immer schön in der Wohnung drin. Komm, zieh Leine, ich muss was erzählen. So, Spaß beiseite. Ich muss sagen, ich empfinde es sogar ein bisschen als Kompliment, dass manche bemängelt hätten, ich würde vor einem Greenscreen oder ähnliches drehen, denn das spricht für meine hohen Produktionsstandard, den ich selbst mittlerweile draußen einhalten kann. Deshalb absolut kein Problem. Ich versichere euch auf jeden Fall, dass ich, wenn ich mal was drin mache oder so, das immer erkenntlich für euch ist oder ich es euch im Notfall halt sage. Nein, doch. Oh. Das hier ist mein kleiner spontan draußen Schlafrucksack, ja, meine Ausrüstung, die ich so einfach in die Ecke stelle, die ich mir ein bisschen zusammengestellt habe. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, warum ich was da wie reingepackt habe und ähnliches und deshalb lass uns doch einfach mal loslegen damit. Bevor die Frage wie immer in den Kommentaren aufkommt, alle Ausrüstungen, die du in diesem Video siehst, als auch Ausrüstungen, die ich auf anderen Touren benutze, findest du unten in der Videobeschreibung. Ganz oben die Ausrüstung aus diesem Video, ganz unten eine Liste mit aller Ausrüstung, die ich sonst auch gerne benutze. Wenn du auf einen Amazon-Link von mir draufklickst, werde ich mit geringen Prozenten am Umsatz beteiligt, ganz egal, was du kaufst. Der Rucksack selber ist, und das werden manche von euch erkennen, ein Rucksack von Casua. Den hatte ich schon mal in einem anderen Video gezeigt. Das ist ein ganz günstiger, ganz einfacher Rucksack. Der hat nur zwei Funktionen. Einmal den Hauptsack und oben im Deckelfach noch einmal eine kleine Tasche drin. Also wirklich nicht viel. Und der Rucksack kostet aber auch nur zwischen 13 und 7 Euro, je nach Farbe und Angebot, die es gerade gibt. Da es da gar nicht viel zu erzählen gibt, ja, außer dass es hier vielleicht noch an der Seite Mesh-Taschen gibt und ähnliches, gibt auch einen kleinen Brustgurt, geht auch einfach mal, wenn ihr einen Decathlon bei euch in der Nähe habt, einfach mal bei Google eingeben, dahin, wenn ihr Lust habt, so einen günstigen Standardrucksack zu haben, weil ich meine, für so wenig Geld, ja, da kann man eigentlich nicht meckern, ne? Das Einzige, was man natürlich bei Decathlon bemängeln muss, ist, dass öfter mal die Näherinnen, deren Arbeitsbedingungen kritisiert worden sind. Das kommt allerdings anscheinend von Fabrik zu Fabrik darauf an. Das muss aber jeder moralisch für sich selber entscheiden, ob er dann so einen Rucksack kaufen möchte oder nicht. Ich sag mal so, die einzige Firma, die ich kenne, die Rucksäcke wirklich ohne moralische Bedenken herstellt, wäre zum Beispiel VD. Die sind aber auch eine ganze Ecke teurer. Ich fange mit dem Schlafsetup an, weil ich finde, das ist auch bei mir beim Einpacken immer das Kernthema, wenn es darum geht, draußen zu schlafen. Beginnen wir mit dem Witterungsschutz. Das hier ist ein Tarp, beziehungsweise ein eingepacktes Tarp. Ein relativ kleines Tarp, ja, kein 3x3 Meter Tarp oder ähnliches in der Richtung, sondern einfach nur günstige Ausrüstung. Das Tarp habe ich schon öfter benutzt. Es kostet knapp 12 bis 15 Euro, je nach Größenausführung. Muss man ein bisschen gucken. Es gibt auch ganz kleine Ausführungen für tatsächlich nur 8 Euro, aber die sind so klein, dass man wirklich nicht mehr drunter schlafen kann. Das hier ist ein China-Tarp, ja, die Marke ist jetzt Outdat, ja. Da gibt es mehrere Varianten von. Ich sage immer so, die werden meistens unter Travel Sheets oder unter Unterlegmatten verkauft. Das Tarp habe ich relativ oft benutzt, muss ich mittlerweile sagen. Es ist auch ein bisschen mitgenommen. Ja, die Ränder fränzen mittlerweile aus. Ja, nach 2 Jahren ist das aber auch bei einem günstigen Tarp durchaus in Ordnung. Ich hatte es zum Beispiel 2-mal auf dem Westweg schon dabei, auf mehreren Outdoor-Touren, auf mehreren Kochtouren, die ohne Schlafen waren, etc. etc. Ich habe einfach mittlerweile bessere Tarps, die größer sind, trotzdem nur genauso viel wiegen. Ja, die kosten natürlich dann auch ein bisschen mehr, das muss man einfach sagen. Ja, zum Beispiel ein Hilleberg,
Tarp, das ungefähr 3 Meter groß ist. Das kostet 120 Euro, wiegt aber auch nur 300 Gramm. Ich glaube, das hier wiegt ungefähr 450 Gramm mit den Schnüren zusammen. Also da wird schon ziemlich deutlich, warum das hier mittlerweile sozusagen zweite Wahl ist. Aber da hat es natürlich einen guten Platz gefunden in meinem spontan draußen schlafen Rucksack. Ja. Ausrüstung kann man immer und überall zweckentfremden bzw. in mehreren Absichten benutzen. Und nur weil etwas ausrangiert ist sozusagen im normalen Hauptgebrauch, heißt es nicht, dass es für immer weg ist, sondern es kann auch einen Zweck erfüllen. Ein Biwaksack. Und zwar finde ich die Bezeichnung Biwaksack hierfür, für diesen Andes Quality Outdoor Camping, ihr seht das, wie eng man das zusammendrücken kann noch, eigentlich fast ein bisschen hochgestochen. Also für mich ist das fast gar kein Biwaksack in dem mehr, sondern eigentlich nur ein besserer Müllsack in dem Sinne. Der Biwaksack ist relativ klein, erreicht aber absolut selbst von meiner Größe aus, um mich voll zu umschließen. Man packt halt einfach nur seine Isomatte rein, seinen Schlafsack rein, macht das Tarp drüber und dann ist ja zumindest für eine Nacht bei, sagen wir mal, nicht völlig Gewitter alles in Ordnung. Er hält den Regen, die Bodenfeuchtigkeit, Krabbeltiere und ähnliches natürlich aus dem Schlafsack fern. Falls ihr zum Beispiel einen Militärschlafsack habt, der auch eine Art Biwaksackhülle, möchte ich sagen, hat, zum Beispiel wie die Carinthia Defense Reihe, dann braucht ihr sowas eigentlich nicht, beziehungsweise es kommt darauf an, wenn ihr euch noch eine kleine Bodenplane drunter legt, kommt das immer ein bisschen drauf an. Ich sag mal, was Kleines zum Drunterlegen, ja, was so ein bisschen die Bodenfeuchtigkeit abhält, vor allen Dingen, wenn es dann doll anfängt zu regnen, ist selbst mal ein Biwak-Schlafsack durchaus zu gebrauchen. Und das Ding kostet auch nur 12 Euro. Ich meine, was will man mehr, ja? Ist einfach nur für eine Nacht, für mehrere Nächte würde ich es nicht benutzen, weil in so einem günstigen Biwaksack transpiriert man natürlich über Nacht auch deutlich. Ja. Der hat keine wirklichen, Wasserdurchlassungsfähigkeiten, ja, wie es eigentlich bei guten Membranen sein sollte. Deshalb eigentlich nur für eine Nacht gedacht, aber bei dem Preis auch absolut in Ordnung. Eine alte Isomatte von mir. Das ist eine aufblasbare Isomatte. Ich mag aufblasbare Isomatten nicht mehr so gerne. Ich benutze nur noch Schaumstoff-Isomatten und ab und zu Selbstaufblasen-Isomatten. Das hat den Grund, dass ich dieses Aufpumpen zum einen nervig finde, zum anderen ist aber auch immer so mit einem mulmigen Gefühl habe, weil ich habe das Gefühl, die verliert immer irgendwann Luft. Gut, ich habe sie jetzt auch schon 2 Jahre benutzt auf Stock und Stein und was weiß ich nicht alles, auf dem Westweg, auf dem Heidschnuckenweg. Und ich muss sagen, ich bin da kein Freund mehr von, diese Dinger wirklich sich drauf zu verlassen. Wenn es im Notfall mal ist, dass er kaputt geht und du musst mitten in der Nacht was flicken. Bei teuren geht das, habe ich zumindest gehört, aber ich verlasse mich da privat nicht mehr drauf. Und da ich es ausrangiert habe sozusagen, ist es natürlich für meinen spontan draußen schlafen Rucksack eine gute Ausrüstung. Ungefähr 7 bis 9 cm hoch, ist sehr bequem, muss ich sagen. Ja, hat eine integrierte kleine Pumpe, die man so mit Hand aufpumpt und ab und zu mal kann man sie dann mal nehmen. Aber wie gesagt, ich verlasse mich nicht mehr gern drauf. Da finde ich sogar die 12 Euro Campingmatte, die selbstaufblasende von Lidl, mittlerweile besser, muss ich sagen. Und so viel kleiner ist die, wenn ich gerade überlege, auch gar nicht im Packmaß, wenn man die richtig gut zusammendrückt und dann verpackt. Vor allen Dingen kannst du die dann auch gut außen befestigen. Bei der ist das so eine Sache. Ja, natürlich darf sie nass werden, weil das ja auch abperlt. Aber nicht mehr so meins. Mein kleiner Schlafsack von Camtor. Ja, der kleine Schlafsack hier, den hatte ich letztens auf einer Tour dabei, wo ich mit Sam auch draußen war und noch ein Kumpel, eine spontane Übernachtungstour, möchte ich sagen, mit Zelt. Das war übrigens eine sehr geile Tour, findet ihr oben auf dem Ausrufezeichen, wenn ihr einfach mal Bock habt, reinzugucken, einen spannenden Abend mitzuerleben. Das ist ein Schlafsack, der ist relativ klein verpackbar. Ja, ihr seht das, ich kann den noch weiter zusammenpressen. Er ist relativ leicht. Ich habe ihn auch mal in einem flotten Dreier vorgestellt und auch nicht besonders teuer, aber auch nicht besonders günstig. Ich finde, da gibt es preis-leistungstechnisch noch andere Alternativen. Der hat es jetzt mittlerweile, weil ich ihn nicht mehr in meinem Haupt-Trekking- und Wandertouren-Setup benutze, in meinen kleinen spontan draußen Schlafrucksack gepackt, weil er da einfach am besten aufgehoben ist. Ja. Ich würde sagen, spontan draußen Schlafübernachtungen sind sowieso nur bis, sagen wir mal, Nachttemperaturen von 10 Grad bzw. höchstens 5 Grad, weil alles darunter sollte man schon meiner Meinung nach gut planen oder zumindest eine bessere Ahnung haben als dieses, ich habe um 19 Uhr auf einmal Bock rauszugehen, draußen zu schlafen. Da braucht man dann sonst schon ein bisschen mehr Planung, finde ich.
Übrigens auch ein sehr geiler kleiner Schlafsack, weil der so klein komprimierbar ist und weil er ein Deckenschlafsack ist. Das heißt, er geht rundherum auf und er ist damit sehr gut geeignet, wie ich finde, um in der Hängematte zum Beispiel zu chillen. Man kann ihn dann komplett aufmachen, einmal um sich rumwickeln, ja, im wichtigen Bereich sozusagen rumwickeln, ja, um die Nieren und solche Geschichten und sich dann in den Schlafsack legen. Und sich dann in die Hängematte legen. Damit kommen wir auch schon zu einem anderen Ausrüstungsgegenstand. Meine Hängematte von auch Decathlon. Ja, da muss ich nicht mehr viel zu erzählen. Viele von euch kennen das oder haben es schon in anderen Videos von mir gesehen. Keine Schlafhängematte nach meinem Empfinden, sondern einfach nur eine Draußenhängematte zum Chillen, zum auch Hinsetzen. Es ersetzt so ein bisschen für mich auch so eine Art kleinen Campingstuhl und ähnliches. Es gibt da auch verschiedene Größen und es kostet halt 15 Euro in der kleinen Variante und 25 Euro in der großen Variante. Also mega einfach aufzuhängen mit baumschonenden Straps und ähnlichem. Da kann man nicht meckern, die nehme ich immer gerne mit. Die habe ich auch so mal gerne dabei. Sam, hör auf, hier einfach so rumzutröten. Du störst das Mikrofon, ne? Ja. Oh my goodness. Und weil ich es einfach wichtig finde, sich ja einfach spontan draußen ein bisschen auch hinsetzen zu können mit dem Rücken, weil ich finde, die ganze Zeit auf so einem Baumstamm, wie ich es jetzt hier sitze, gerade zu tun, das ist ein bisschen anstrengend und irgendwann fängt einem an, dieser Rücken halt weh zu tun und deshalb ist so eine Hängematte durchaus eine gute Wahl. Ja, das war mein Schlaf- und Chill-Setup. Kommen wir mal zu anderen Dingen. Das hier ist ein kleines Koch-Setup von mir. Ja, das hier ist ein ganz einfacher Edelstahltopf. Den bekommt man für, ja, ich sag mal so, irgendwo zwischen 7 und 15 Euro, je nach Qualität. Da gibt es nicht viel zu sagen. Edelstahl ist immer eine gute Wahl, weil man sich dabei sicher sein kann, nach heutigem Forschungsstand, dass es günstig ist und dass es nicht zu viel Geld kostet. Ja, dass man da keinen Quatsch kauft wegen giftig, weil bei Alu gibt es ja immer ein bisschen die Diskussion, auch wenn die nicht immer stimmt. Muss man mal gucken, ob sich das auf lange Jahre herausstellt. Ich zum Beispiel habe viel Alu benutzt, ist ja auch das Standardgeschirr der Bundeswehr, ist ja Aluminium. Deshalb mal gucken, ich benutze beides, aber Aluminium benutze ich auf jeden Fall nicht so regelmäßig, dass ich sagen würde, da könnte wirklich ein Giftschaden von entstehen. Weiterhin gehört zu meinem Koch-Setup ein Hobokocher. Das ist kein besonders kleiner Hobokocher oder ja, auch kein besonders leichter Hobokocher, aber ich finde, der verbrennt sehr gut das Holz. Ich hatte den auf dem Westweg, auf dem ersten Westweg mit dabei, auf dem zweiten nicht mehr so, weil auf dem zweiten Westweg habe ich nicht mehr gekocht. Und der ist halt relativ günstig, kostete 18 Euro, so wie ich ihn gekauft habe, hält immer noch, hat noch eine Spiritusfunktion und so weiter und so fort. Den habe ich immer gerne dabei. Er hat oben eine relativ große Fläche zum Draufstellen, auch für größere Töpfe, muss man einfach sagen, oder zum Einklappen, dann für kleinere Töpfe. Und er verbrennt das Holz einfach sehr effektiv. Das heißt, wenn da einmal das Feuer an ist, kann man auch, ja, nasses Holz einfach nachschmeißen und das dampft halt weg und danach verbrennt das, weil diese Verbrennung mit dem Kamineffekt drin, die ist einfach top. Aber ihr seht es, der kleine Sack hier, gut, da kann noch ein bisschen Zündmaterial mit rein, ne? Das ist so. Insgesamt nimmt das Ding aber schon Platz weg, wiegt auch einiges, ich glaube knapp 300 Gramm. Das empfinde ich schon ein bisschen viel dafür, dass man einfach nur Holz gezielt abbrennen kann. Aber das muss jeder für sich selbst wissen. Mittlerweile ist es nicht mehr in meinem Haupttracking Setup, deshalb jetzt in meinem spontan draußen schlafen Rucksack. Ebenfalls in meiner Ausrüstung, spontan draußen schlafen Rucksack, eine Nalgene-Flasche, aber halt nicht exakt diese Nalgene-Flasche, die werdet ihr morgen noch in einem Video sehen. Das hat seine Gründe, warum diese Flasche nicht mehr mitkommt. Ja, ansonsten muss ich sagen, über Nalgene muss ich nicht viele Worte verlieren. Das ist einfach Ausrüstung, die günstig ist, lange hält, so wie ich das bis jetzt kennengelernt habe, in den meisten Fällen und einfach das tut, was sie soll. Viele schwören aber zum Beispiel auch, wenn es um günstig geht, auf Cola-PET-Flaschen. Da bin ich flexibel. Sucht euch das aus, was ihr am liebsten habt. Das ist sozusagen die Hauptausrüstung, die sich im Hauptfach befindet. Natürlich zählt dazu noch ein bisschen Essen, ja, und natürlich auch ein bisschen Hygiene. Da, sag ich mal, möchte ich euch aber keinen genauen Input geben, weil ich meine, Essen könnt ihr euch selber im Supermarkt kaufen für eine Nacht und eine Zahnbürste mitnehmen, kriegt ihr wohl auch noch hin. Die Ausbildung mit Sam läuft übrigens klasse. Wir sind natürlich in der Hundeschule, aber ich
bin natürlich auch draußen immer unterwegs und kann ihnen da sehr viel beibringen. Ja, ich habe immer Leckerlis mit dabei, ein paar Bücher gelesen, dass ich ihn gut trainiere. Und ich meine, mittlerweile läuft er, ja, zumindest im Wald, immer frei rum und hört auf mich und geht nie weiter weg als 5 Meter. Und ihr seht es ja, er hockt da neben mir, ist relativ entspannt, ja, er guckt ein bisschen in die Ferne. Und ich muss sagen, mit 5,5 bis 6 Monaten ist er jetzt alt, finde ich ihn schon einen relativ gut erzogenen Hund. Kommen wir zu den Kleinigkeiten des Deckelfachs. Oft unterschätzt, eigentlich oft gebraucht, eine Campinglaterne. Ja, so ein bisschen mal Licht kurz aufzuhängen, abends muss man nicht immer machen, aber ist zumindest dann, wenn man sich mal langsam hinlegt und die Sachen ordnet, immer eine interessante Sache. Das hier ist eine 3 Euro Lidl Campinglaterne zum Aufhängen mit so einem kleinen Drahtring. Den habe ich auch mal in einem flotten Dreier vorgestellt. Das ist mittlerweile einer meiner, ja, wie sagt man, unspektakulärsten Ausrüstungsgegenstände, weil irgendwie fällt es ja nie auf, aber es ist einfach mega praktisch. Und ich sag mal so, Licht da zu haben in einem kleinen Camp ist eigentlich immer von Vorteil. Man braucht es nicht unbedingt. Ich habe auch schon Abende gehabt, wo ich dann gar keinen Bock hatte auf Campinglicht, aber das Ding funktioniert. Ein Fixed Blade Knife, zum Beispiel, um euch mal größere Äste zu schneiden oder auch mal ein bisschen zu betonen. Ja, ich habe jetzt hier ein neues Messer mit, das ich im Moment ein bisschen teste. Das ist aus D2 Stahl. Das ist nicht besonders groß. Ihr seht es hier am Dreifingergriff. Es hat eine Techlock Funktion und eine Steckscheide, beziehungsweise, wie heißt das denn nochmal? Beziehungsweise, wie heißt denn dieses Material nochmal, womit man Scheiden macht? Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, weil ich habe es jetzt gerade in diesem Moment vergessen. Da könnt ihr euch natürlich insgesamt euer liebstes kleines Messer, was ihr vielleicht nicht jeden Tag benutzt, ja, aussuchen und dann irgendwie in den Rucksack legen. Die Hauptsache ist, man kann damit sein Essen schneiden, man kann damit Verpackung aufmachen, um sein Essen oder ähnliches rauszuholen. Man kann damit ein bisschen schnitzen und batonieren. Für viel mehr werdet ihr bei einer Nacht draußen nicht brauchen und schon gar nicht zur Selbstverteidigung. Deshalb ist so ein kleines Messer, ah, ihr seht das an der Hand. Insgesamt ist das ungefähr 16 cm lang, die Klinge selber ist 8 cm lang. Da braucht man kein riesiges Messer, aber zumindest etwas, was stabil ist und kleinere Arbeiten verrichten kann. Was ich noch dabei habe, ist so ein kleiner Magnesiumblock. Ja, man schabt hier vom Magnesiumblock etwas ab, so grobe Späne, und dann entzündet man die. Das ist nicht unbedingt meine Favorite-Methode, um Feuer anzumachen. Es ist aber eine, ja, ich sag mal, relativ einfache Methode. Und man hat auch immer so ein bisschen Zunder immer mit dabei. Natürlich nicht genug Zunder, um jetzt, sagen wir mal, richtig einen kleinen Stock in Brand zu setzen. Aber es ist schon mehr als ein ganz normaler Feuerstahl, weil man hat ja nicht nur die Funken, sondern man hobelt ja auch die Späne ab und die dann in Brand zu setzen, damit die dann und so weiter und so fort. Ihr kennt das Prozedere oder nicht. Wenn ihr es nicht kennt, dann schaut euch gerne ein paar Videos dazu an. Einfach bei YouTube eingeben, Feuerstahl, Feuer anzünden. Da findet ihr unendlich viele Videos. Wenn ich sage, ich bin nicht so der unbedingte Fan von Magnesiumblock, dann liegt das daran, dass ich das einfach das Handgefühl nicht mag. Und ich habe den jetzt mit reingenommen in meinen kleinen spontan draußen schlafen Rucksack als Ausrüstung. Einfach nur, weil der zu einem Set dazugehört ist, das mir zugeschickt worden ist. Ja. Ich muss sagen, sowohl der Feuerstahl aus dem Set als auch dieser Magnesiumblock sind sehr gut und ich werde euch darüber auf Social Media und auch in einem kleinen Video, wahrscheinlich Flottendreier, demnächst mal was erzählen. Das war's mit Ausrüstung spontan draußen schlafen Rucksack. Wer sich jetzt natürlich wundert, hä, aber da fehlt doch zum Beispiel noch dieses oder jenes. Ja, natürlich fehlt da noch das ein oder andere. Dieser Rucksack ist aber nicht darauf ausgelegt, zum Beispiel auch EDC zu ersetzen. Hier in meiner kleinen Weste zum Beispiel habe ich oben noch eine kleine Taschenlampe, um was rumzusuchen. Ich habe hier oben noch ein kleines Multitool, unten in der Seitentasche von der Hose noch ein großes Messer-Multitool und allerhand andere Sachen mit dabei. Also alles, was jetzt, sag ich mal, im Tag gebraucht wird, das trage ich mittlerweile am Mann. Das heißt aber dann, dass ich es nicht doppelt mitnehmen muss in diesem Rucksack. Und jetzt bist du gefragt, schreib mir doch mal gerne unten in die Kommentare deine kleine Ergänzung für Ausrüstung spontan draußen schlafen Rucksack. Einfach mal reinschreiben, da können wir bestimmt alle von profitieren. Denn ich bin mir sicher, dass mein sehr spartanisch gepackter Rucksack noch nicht vollständig ist und man kann an dieses oder jenes noch denken. Ich zumindest habe noch ein bisschen Platz. Ich hoffe, das Video zu Ausrüstung spontan draußen schlafen Rucksack hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos und hier unten auf dem kleinen Button, falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du mich abonnieren. Lass dem Video doch ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.